Dann kann ich halt nicht aufgeben. Es ist super schwierig in der Schattenform. Jetzt ernsthaft X gedrückt. Ich muss mich jetzt bestrafen, dass ich keinen Mana habe. Aber wenn das jetzt wirklich mein Fall war, ich bin absolut konzentriert. Probieren wir es einfach mal wieder mit Lufthoheit. Ja, das ist nach wie vor eine dumme Idee. Das wäre super, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, AP zu kriegen, ohne ein Item zu nutzen. Okay, gut, hier ein Item. Bleiben noch 5. Oh, wieder verschwendet das Item. Und hier. Also 3? Nee, das ist nicht. Okay. Yes. Yes. Yes.
Jetzt. Das kann eine Verzögerung kommen. Ach Mann, ich dachte, das wäre noch ein Teil der Combo. Verfickte Scheiße. Ich habe mich wieder zu sehr auf meine eigenen Zauber konzentriert, als auf das, was der Gegner macht. Großer Fehler in Phase 3. Fällt mir ein, ich habe völlig vergessen, dass ich noch eigentlich was machen wollte. Das ist mir off einfach mal eingefallen. Also eigentlich zwei Dinge, aber die eine, da müsste ich jetzt erstmal den Bosskampf komplett verlassen. Na, die andere könnte ich nochmal gucken. Ich weiß nämlich nicht, ob ich alle Verstärkungen aktiviert hatte, die ich gefunden habe in den Kisten oder so. Also vielleicht habe ich ja noch, keine Ahnung, Magiesphären oder sowas, die mir meine Magie erhöhen, um Schaden. Und falls ja, könnte ich mir den Kampf zumindest einiges verkürzen. Fällt mir wieder nicht, dass ich gerade mich heilen musste. Ich habe aber dafür noch keine Potion verbraucht. Im Idealfall bleibt das auch so. Hätte ich die Attacke einen Moment früher gemacht, hätte ich keine verbrauchen müssen.
Ich glaube, jetzt habe ich endlich mal wieder mein Lieblings-Pattern. Ja. Nee, doch nicht. Jetzt aber. Okay, was machst du? So perfekt, wie ich dachte, dass es trifft, das macht Scheiße. Was? Ich hatte doch noch HP. Okay. So, Items. Wie gesagt, ich will mal gucken, ob ich... Ja, hier, ich habe nämlich noch Angriff plus. Magie plus, P plus. Das war jetzt nicht so das komplett Spiel, aber ein bisschen auf jeden Fall. Vielleicht bringt es ja tatsächlich was im Fight. Minimaler Fortschritt wäre ja schon gut. Ich glaube sogar tatsächlich, dass man was sieht an Veränderung, aber ich bin mir nicht sicher. Ich will auf einen Mana. Oh, übelst weh. Das sollte dich auf jeden Fall in die nächste Phase gehauen haben. Ja. Oh, gleich das beste Pattern. Danke. Komm, Seitattacke. Egal, das ist auch okay.
Bis! Wie ist denn das jetzt passiert? Wir haben uns gleichzeitig getroffen. Wir sind beide gleichzeitig gestaggert. Ich hab mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Vielleicht bringt so hart so auch nichts gebracht, weil ich krieg ja trotzdem durch eine Kombination nur eine Leiste weg. Auf der anderen Seite war es vorher auch schon immer eine Leiste mit zwei Feuer. Hätte ich mal vorher aufpassen sollen. Guter Start in die Phase. Erstmal Mana regenerieren und direkt die Kombo hinterherhauen können. Das finde ich super. Es. Nein. Nein! Ach Mann, ich hab schon wieder die Konter gedrückt. Das regt mich so auf. So ein Reflex drücken, das ist immer so nervig, wenn das passiert. Das ist interessant, dass die eine Leiste immer noch so ein Stück rot angezeigt wird, bevor ich sie halt nicht noch weiter runterhaue. Nach dem Motto, ja, sie ist nicht ganz leer, aber eigentlich ist sie ja leer. Hier, guckt euch den zweiten kleinen Mini-Balken an, der ist immer noch halb rot. Erst wenn ich jetzt nochmal Schaden mache, verschwindet das Rot. Ich frag, warum ich auf sowas achten kann, naja. Die erste und zweite Phase sind eigentlich mittlerweile schon so uninteressant. Es ist interessant, weißt du, ich springe und er springt halt manchmal einfach nicht. Das ist nervig. Und das ist der Hauptgrund, weswegen ich öfters mal von getroffen werde. Frisst meine Inputs manchmal. Ja.
Das hier macht er eigentlich auch so selten, dass ich da nicht von ausgehen kann. Gut. Jetzt geht's los, volle Konzentration. Schön abgekühlt, cool. Okay, was macht er? Wenn ich keinen Mana habe, muss ich auf sowas hier zurückgreifen. Okay, was macht er? Okay, ich habe gleich wieder Mana. Wieder die Seitwärtsattacke. Okay.
Stirb! Yes! Kenne deinen Feind. Trophäe erhalten. Yes! Oh, Kristallornat erhöht den Angriff und die Magie drastisch und das FP-Maximum ein wenig. Selfie-Pose Schnurrschnipser freigeschaltet. Yes! Oh, die dritte Phase hatte es echt in sich. Aber einmal rausgekriegt geht's.